Guten Tag. Ich will noch einmal allen für ihre Hilfe auf allen Ebenen, nicht nur auf der materiellen, sondern auch der geistigen, danken. Eure Gebete helfen mir sehr. Ich wollte euch alle noch einmal an die Grundsätze der Kultur, also des Kultes des Ra, des Lichts, der Erleuchtung erinnern. Man kann nicht bewusst leben, wenn das Leben nicht auf den drei Grundsätzen der Kultur basiert. Unsere Weltanschauung fußt auf diesen drei Säulen. Das sind die Antworten auf diese drei Fragen. Erstens, wer bin ich? Zweitens, was ist der Sinn des Lebens? Und drittens, was passiert mit mir nach dem Tod? Wenn wir die Frage, wer bin ich, nicht beantworten können, dann bringen wir uns selbst keinen Nutzen. Die meisten Menschen identifizieren sich selbst mit ihrem Körper. Doch ich bin nicht dieser Körper. Ich habe 7 Körper, den physischen, den ätherischen, den astralen und so weiter. Und dann habe ich noch das Ich, den Geist. In Wirklichkeit bin ich derjenige, der diese Körper und Hüllen erschafft und steuert. Wenn ich mich nur mit dem physischen Körper identifiziere, dann kann ich nur dieser physischen Hülle Nutzen bringen, aber nicht mir selbst. Deshalb muss ich klar verstehen, wer ich bin und wie ich meinem Ich Nutzen bringen kann, nicht irgendeinem Körper, obwohl wir natürlich für unsere Körper und Hüllen verantwortlich sind. So wie der Kapitän für sein Schiff und für jedes Besatzungsmitglied verantwortlich ist, so sind auch wir für jeden Körper, jede Hülle, jedes Atman, aus denen diese Hüllen bestehen, verantwortlich. Aber wir sollten uns nicht mit dem Schiff oder mit der Besatzung identifizieren, obwohl wir für sie verantwortlich sind. Zuallererst sollte man verstehen, wer man ist und weshalb man hergekommen ist, was ich also tue und wozu ich dieses Schiff mit den vielen Atmanen steuere. Das alles ist ein Simulator, in dem wir ausgebildet werden, um zu richtigen Göttern zu werden. Wie geht das? Uns sind viele Atmane unterstellt und wir müssen den Kontakt zu jedem davon herstellen, mit jedem Organ, mit jedem Atman unseres Körpers. Wenn diese Verbindung nicht auf Basis des Egoismus, sondern auf Basis der Liebe aufgebaut wurde, dann stellen uns alle Atmane früher oder später ihre angesammelte Erfahrung zur Verfügung. Auf diese Weise erhalten wir die Eigenschaften einer Persönlichkeit. Wir kommen in diese Welt als ein individuelles Teilchen des Absoluten und sollten sie mit persönlichen Eigenschaften als Persönlichkeit verlassen. Also mit der gesamten Erfahrung der Atmane, aus denen unsere Körper und Hüllen bestehen. Dann erschaffen wir unseren Lichtkörper, der die Form eines Sterns, einer Galaxie und so weiter annehmen kann. Das hängt von unserer Evolution ab. Dann können wir mit jedem Atman dieses neuen Körpers wie eine Persönlichkeit mit einer Individualität in Kontakt treten. Damit erlangen wir die Eigenschaft einer Persönlichkeit und können mit dem Absoluten eine Beziehung von Persönlichkeit zu Persönlichkeit aufbauen. Darin liegt der Sinn dieses Lebens und der Ausbildung, die wir in dieser Welt durchlaufen. Auch muss man verstehen, was mit uns nach dem Tod passiert. In den Veden steht, der Mensch gelangt nach dem Tod an den Ort, zu dem er während seines Lebens den Weg geebnet hat. Deshalb ist es notwendig, sich während des Lebens bewusst zu werden, wohin man nach dem Tod gehen wird, was man dort tun wird und wozu man dorthin gelangt. Wenn der Mensch richtig lebte, leuchten seine Körper und Hüllen, sind leicht und gelangen in die oberen Schichten der feinstofflichen Welt. Diese Schichten werden als himmlische Welten wahrgenommen. Wenn der Mensch aber nicht korrekt gelebt hat, gesündigt hat und nicht seinem Dharma gefolgt ist, werden seine Körper und Hüllen schwer und sinken nach dem Tod in die dunklen, unteren Schichten der feinstofflichen Welt, wie ein Anker auf den Meeresboden. Dort leben Wesen, die uns von unserer Materialität befreien, die unsere weitere Evolution behindert. Sobald diese Materialität weg ist, verändert sich unsere Dichte und wir steigen auf in höhere Schichten, wo wir auf unsere Inkarnation warten und dann inkarnieren, um unsere Ausbildung fortzusetzen. Diese drei Grundsätze unserer Kultur sollte jeder verstehen.
Verstehen wir das nicht, dann verliert unsere Existenz ihre Bedeutung, da wir unserem wahren Ich keinen Nutzen bringen. In den Veden bezeichnet man das Leben eines solchen Menschen als ein vergeudetes Leben. Wenn man also nicht darüber nachdenkt, wozu man hier ist, was der Sinn des Lebens ist und wer man ist, kann man weder sich selbst noch anderen Menschen Nutzen bringen. In Wirklichkeit kommen wir nicht hierher, um diese Welt zu verändern, sondern um uns selbst mit Hilfe dieser Welt zu verändern und besser zu werden. Dieser Simulator ist perfekt. Er ist erschaffen worden, damit wir selbst zur Vervollkommnung streben, uns also die Eigenschaften aneignen, die für uns notwendig sind. Deshalb wünsche ich euch, dass ihr mit Hilfe eines klaren Verstandes diese Fragen beantwortet und euch selbst und anderen Nutzen bringt. Viel Erfolg!